Walpurgisnacht. Fantastischer Roman von Gustav Meyrink. Erstes Kapitel. Der Schauspieler Skradlo. Ein Hund schlug an. Einmal, ein zweites Mal. Dann lautlose Stille, als ob das Tier in die Nacht hineinhorche, was geschehen würde. »Mir scheint, der Brock hat gebellt«, sagte der alte Baron Konstantin Elsenwanger. »Wahrscheinlich kommt der Herr Hofrat.« »Das ist doch meiner Seel kein Grund, nicht zum Bellen«, warf die Gräfin Zaradka, eine Greisin mit schneeweißen Ringellocken, scharfer Adlernase und buschigen Brauen, über den großen, schwarzen, irrblickenden Augen streng hin, als ärgere sie sich über eine solche Ungebührlichkeit und mischte einen Stoß Whistkarten noch schneller, als sie es ohnehin bereits eine halbe Stunde hindurch getan hatte. »Was macht er eigentlich so den ganzen lieben langen Tag?« fragte der kaiserliche Leibarzt Thaddäus Flugbeil, der mit seinem klugen, glattrasierten, faltigen Gesicht über dem altmodischen Spitzenjabot wie ein schemengleicher Ahnherr der Gräfin gegenüber in einem Ohrenstuhl kauerte. Die unendlich langen, dürren Beine, affenhaft, fast bis zum Kinn emporgezogen. Den Pinguin nannten ihn die Studenten auf dem Hradschin und lachten immer hinter ihm drein, wenn ihr Schlag 12 Uhr mittags vor dem Schlosshof in eine geschlossene Droschke stieg, deren Dach erst umständlich auf- und wieder zugeklappt werden musste, bevor seine fast 2 Meter hohe Gestalt darin Platz gefunden hatte. Genauso kompliziert war der Vorgang des Aussteigens, wenn der Wagen sodann einige 100 Schritt weiter vor dem Gasthaus zum Schnell Halt machte, wo der Herr kaiserliche Leibarzt mit ruckweisen, vogelhaften Bewegungen